Tag auch, da bin ich wieder, Biganox Barbecue. Leute, heute gibt's einen Bier-Bacon-Burger-Sandwich. Einfach nur alles geil. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt da einfach dran. Leute, abonnieren nicht vergessen. Wir machen auch direkt weiter. Hey. Ja, Leute, hier, Bier, ne, braucht man nämlich heute. Aber was habe ich gerade gesagt? Bacon, Bier, Burger, Sandwich und Burger oder Sandwich? Keine Ahnung, selber keine Ahnung. Ich hatte Bock auf Burger, aber irgendwie auch auf geiles Brot. Und ich dachte mir, ich mache mir heute die Burger-Patties in so geiles Feuerbrot, weil ich mir heute vom Bäcker geholt habe. Das rösten wir gleich noch so ein bisschen an. Ich glaube, das wird einfach mega geil. Denn die Idee ist so ein bisschen auch aus dem Livestream entstanden, den ich diese Woche Mittwoch wieder hatte. Wisst ihr, mittwochs 18 Uhr immer Live-Reaction auf amerikanische Videos. Und der hat auch so eine Bacon-Bier-Jam-Marmelade gemacht. Und ich dachte mir, das mache ich auch. Und dann mache ich das irgendwie anders. Ich mache das so, wie ich das machen möchte, weil der hat alles klein püriert und so. Das will ich nicht. Ich will hier schöne Bacon-Stückchen drin haben, die werde ich gleich klein schneiden und die werden auch so bleiben. Dann habe ich hier Zwiebeln drin. Genaues Rezept schreibe ich hier euch hier unten in der Beschreibung rein, ne? So mit den Mengenangaben. Ihr wisst ja, ich mache da so ein bisschen Pi mal Auge. Ich denke schon, das wird irgendwie hinhauen. Dann habe ich hier Knoblauch, da werde ich nur eine halbe von nehmen. Natürlich habe ich hier so vom Weiderind so ein bisschen Hackfleisch. Da machen wir gleich die Patties raus, beziehungsweise ich forme Kugeln, ich mache mir Smash-Patties. Da gehört natürlich auch ein Cheddar drauf. Und hier auf das Brot, boah, so drei werden da schon drauf gehen, hoffe ich. Gucken wir mal. Wann guckst du mich so entsetzt an? Ich nehme es nur zur Kenntnis. Zwei ist Mädchenkram, ab drei wird es Männer. Sandwich-Burger, keine Ahnung. Ja, dann habe ich hier noch ein bisschen Zuckerrübensirup. Gehört natürlich auch in diese Marmelade mit rein. Bier und geräucherte Paprika. Ne? Ja, und ich glaube, habe ich alles gesagt? Schluck Balsamico ist hier noch, aber so ganz, ganz, ganz wenig. Rezept habe ich mir auch mal geguckt, wie macht man so wieder überhaupt. Da gucke ich ja dann auch im Internet. Und dann gucke ich mir das einmal an. Dann vergesse ich die Hälfte wieder und dann denke ich mir, ach, kriegst schon irgendwie hin. Ja. Ja, genau so läuft das ja, ne? Und hier habt ihr noch die Joppi-Soße gesehen. Ich stehe auf die total, ne? Danke, Niederländer, dass ihr die gefunden habt. Wirklich richtig, richtig geil. Da geht mein Handy aber drauf geschissen. Die Joppi-Soße dachte ich mir so als Grundlage. Wir rösten gleich das Brot so ein bisschen an. Dann machen wir so ein bisschen Joppi-Soße. Dann kommen die Burger-Patties mit dem Käse. Dann kommt die Bier-Bacon-Jam darüber. Nochmal Brot. Und dann wird einfach nur geil. Weil, ey, gibt es einen geileren Burger als Bier, Bacon, geiles Fleisch, geiles Brot? Ich find's mega. Also, Leute, ich quassel nicht weiter. Kommt ran. Wir geben jetzt Gas. Bitch!
Ja, Leute, so, erstmal Prost auf das Teil hier. Übrigens, Bier habe ich jetzt hier ein dunkles Bier, ein etwas stärkeres Bier genommen. So die englischen Biere, ich glaube, die kommen dafür ganz gut. Und ey, was ist das denn? Was ist das? Das sieht ja wohl schon mal Hammer aus. Riecht richtig geil. Und ja, ich habe fast ein bisschen Angst, da reinzubeißen. Aber erstmal Prost. Ah. So, ich habe noch ein bisschen hier von dieser geilen Bacon-Bier-Jam übrig. Ich werde meinem Sohnemann gleich noch einen Burger machen und den Rest, ich hatte mir eigentlich so ein Wegglas rausgeholt. Das wäre Verschwendung, da wird höchstens noch so viel übrig bleiben. Und das packe ich mir in so ein kleines Tupper-Schüsselchen für morgen früh. Ne? So, ich schneide jetzt mal der Steffi ein Stück ab und ich nehme den Rest in der Hand. Bereit? So Leute, auch die Innenansicht, Hammer, also wirklich Hammer. Pass auf, hier schätze ich Ken, du kriegst das kleine Stückchen und der Papa nimmt das große Stück. So, ich werde mich so einsauen, ne? Ist mir aber egal. Leute, guten. Mmh. Ach du Scheiße. Also das. Mhm. Ist mal richtig Porno, Leute. Mhm. Mhm. Upsi. Boah, ist das lecker. Oder? Mhm. 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 Deine Bacon Jam, die ist echt lecker. Mhm. Mhm. Ich persönlich würde lieber so ein Bann nehmen, so ein ganz normales. Okay, Brot. Nee, ich finde das mit dem Brot auch mega geil. Aber kriegst du so ein bisschen Maulsperre, ne? Ja. Wer kann leckern, ne? Nein, aber lecker ist das auf jeden Fall, ey. Auch dieses angeröstete Brot. Mm. Leute, wirklich, es ist total einfach. Mm. Ich habe gelesen, wenn du die in ein sauberes Glas machst, und dann direkt zumachst, hält die sich auf 4 Wochen, diese Bacon Jam, im Kühlschrank. Habe ich noch nie ausprobiert. Bei mir wird sowas nie 4 Wochen lang halten. Schon allein, aber nicht wegen der, weil es schlecht wird, sondern weil es ist. Ja? Ja. Bei uns wird wenig schlecht, meinst du? Mm. Boah, geil. Leute, macht das nach, weil es ist mega easy. Ich schreibe euch nochmal, wie man diese Bacon Jam macht, hier drunter. Und wie das andere drumherum macht, ist ja jedem selbst überlassen. Aber das als Topping on Burger, ja, leck mich am Arsch, das ist richtig gut, oder? Genau, so auf jedem, du kannst ja überall auf dem Burger, auf jeden. Ja, ja, richtig. Einfach, ich bin den Trainer. Das ist wirklich das ergreifend. Also Leute, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Also, tschüss. Was geil. Was ist das lecker? Und einfach nur wieder die Menge aus dem Handgelenk geschüttelt, ne? Ja. Aber wirklich gut, ey. Mhm. Das ist echt schlimm. Ich könnte ausschlagen. Ja, uns vielleicht. Sagst du nichts? 1, 2, 3, doch, hörst du mich nicht? Nee, komm, dann müssen wir kontrollieren. Bald Dingenox Barbecue ganz alleine. Ohne David. Du musst dringend das Dach machen. Ja. Und die Wände. Ich brauche aber erst eine neue Pumpe und eine neue, wie heißt der, Hochdruckreiniger. Weil ich alles kaputt gemacht habe. Naja. Was? Bier-Bacon-Burger-Sandwich. Was ist für einen guten Look? Die Paprika im Gesicht? Das ist für einen guten Look. Das ist extra. Ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video erkennen kann. Ah, ich glaube. Das ist so. Mein Ton. Ton. Zelt, meinst du? Mein Zelt. Sabberst du schon? Boah, ist geil. Das riecht geil. Das sieht geil aus. Das hat was von mir. Achso, ich dachte, du redest von mir. Warte mal, ich mute mich mal eben.
da jetzt nicht dann reingerotze hörst. Auch Frauen holen sich die Rotze aus der Nase. Willst du eine Diät essen? Aber Brot, meinst du? Brot ist super. Brot, Rinderhack, Zwiebeln, bisschen Bacon. Und vielleicht grillst du nächstes Mal nackt. Nackt grillen? Ja, das mache ich doch schon auf OnlyFans. Aha, stimmt. $29 im Monat. Ja, da läuft es gut, ne? Ich habe schon keinen Fan. Ich bin dein Fan. Boah, ist das geil. Ich schaue mir gerade den ganzen Apparat also einfach weg. Ne? Du hattest mehr Hunger, Schatz. Ich habe gut gefrühstückt. Ich nicht. Siehst du? Ich war mal mitgekriegt. Aber ich habe nur ein Latte getrunken. Nur ein Latte. Boah, ist doch lecker. Geil. Hast du den Hund gefragt? Was denn? Hallo, wie geht's dir? Guck mal. Ja, komm. Die Mama hat schon mit dir geteilt, ne? Mit Käse hier, Kollege. Mehr nicht, den Rest esse ich jetzt mal beim Grillen. Boah!